Das sind ja viele. Damit ein wunderschön herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Ich teste heute einfach mal die Actioncam plus ein Mikrofon aus und wollte mir einfach mal ja auch für mich selber schauen, ob das alles soweit gut läuft. Ich habe hier auch noch ein Licht dran. Ich weiß nicht, wie gut man mich hier überhaupt hört oder ob ich später mit irgendwas mit Ton nochmal anpassen muss. Das werde ich dann im Schnitt sehen. Aber heute geht es um die Vorsätze für 2023. Bei mir ist da aktuell noch das alte Jahr 2022. Aber für das neue Jahr sind ein paar Vorsätze vorhanden, auch bei mir. Ein paar Sachen werden aktuell auch einfach noch bei mir privat bleiben, die ich so hier noch nicht auf YouTube oder auch Twitch groß erzähle, sondern erstmal nur Bekanntenkreis wissen. Ich habe letztes Jahr den Führerschein begonnen, auch den Fall, den zu schaffen. Und ja, vielleicht auch ein paar Reisen damit zu unternehmen. Erstmal auch an euch nochmal ein recht herzliches Dankeschön für den Support letztes Jahr. Das war einfach wieder ein sehr schönes Jahr. Man hat viel erlebt, auch ich selber habe viel erlebt. Ich war viel unterwegs, viel mehr als davor. Und das wird dieses Jahr so weiter bleiben, dass ich viel unterwegs bin. Und darauf freue ich mich schon sehr. Hier fährt gerade ein Bus neben mir. Aber der soll mich nicht umfahren. So, ich war vorhin noch nicht fertig. Wir waren dann noch kurz beim Einkaufen. Und deswegen habe ich kurz mal unterbrochen. In der Zwischenzeit ist es schon etwas dunkler geworden. Jetzt probiere ich auch mal das Licht mal mit aus, ob ihr mich auch gut sehen könnt. Ich sag mal so, von der Stabilität sieht das schon mal sehr gut aus. Vielleicht wird das irgendwann vielleicht die nächste Vlog von der Arbeit Video wieder. Aber mal weiter zu meinen Vorsätzen für 2023. Deswegen mache ich das Video ja auch. Ich habe mir mal die Kanäle noch mal ein bisschen angeschaut und ein Vorsatz, den ich natürlich auch auf jeden Fall erreichen möchte, auch beide Kanäle, ist eben, dass ich 200 Abonnenten auf beide Kanäle erreiche. Das ist, glaube ich, ein Ziel, das ist realistisch, nachdem ich so die Zahlen von der Vergangenheit verglichen habe. Sieht doch relativ gut aus. Jetzt wird echt noch düster. Und mich scheint so ein Licht an, was auch nicht hat. Dunkel ist, sondern auch schon hell ist. Ich könnte das auch 100% auch noch stellen, aber mache ich jetzt mal nicht. Ich habe ja über Weihnachten
mir auch ein paar Punkte aufgeschrieben, die mir aufgefallen sind, die ich gerne verbessern möchte. Das sind ein paar, wie ich habe leider nicht alle in der Zeit hinbekommen. Dafür hatte ich ja teilweise wenig Zeit. Und deswegen werde ich echt Schritt für Schritt angehen. Das ist wie einmal Kanalbanner, Profilbild. Aber natürlich auch unter den ganzen, die ganzen Videos mal wieder Kategorien in Playlisten anlegen. Aber natürlich auch in, ja, einfach anzupassen auf den aktuellen Stand, beschreiben und anzupassen. Und natürlich auch Thumbnails zu erstellen, sodass ich auch da wieder ein bisschen schöner aussieht. Und dass dann echt da eben einheitliche Formate sind. Nächste Woche hat sich ja auch verändert und viele andere Sachen auch. Alles gut. So. Hey, hey. So, ich hoffe mal, man hört mich. Ich sehe ein bisschen die Straße noch von mir, aber nicht viel. aber ich weiß, dass hier neben mir die Straße mit Autos sind. Deswegen weiß ich, ja, jetzt kommt keiner mehr. Ich wollte euch eigentlich gerade mal kurz sagen, dass hier eben schon mal wieder geknallt wurde. Und einer ist schon direkt hin und der landet auch. Das waren meine Ohren. Auch mich um die soziale Mediengeschichte mich weiter zu bilden. Ich habe ja auch so ein Büchlein, habe ich mir ja selber besorgt, wo nochmal Tipp und Trick Thema soziale Medien drin steht. Habe ich mir ja geholt. Natürlich werde ich auch mit dem Twitch-Kanal weitermachen. Und auch da werde ich auch jede Woche, wenn wir Nico und ich live sein, Montag und Freitag. Montag ist das immer so circa 19, 20 Uhr. Am Freitag ist dann der Nico live oder ich dann ab 15, 16 Uhr. Jeweils so 2, 3, maximal 4 Stunden. Im Laufe des Jahres haben wir noch einen 12-Stunden-Stream. Darüber freue ich mich auch sehr. Soziale Medien auch wirklich gut beibehalten und die Qualität, die ich habe, noch weiter voranzustreiten. Ich sag dann hier erstmal, mach gut, bleib gesund. Schalte ich hier erstmal lieber aus. Dann mach gut, bleib gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Bye bye, ciao.